Willkommen zurück im neuen Jahr. Wir fangen wieder direkt mit den weiteren Baufolgen an und wir machen weiter mit unserem Gestüt. Sul, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4. Ja, die letzte war eigentlich schon die erste im neuen Jahr. Da ich aber dummerweise vergessen hatte, zwischendurch eine hochzuladen, upsie, hat sich das alles etwas verschoben und ich habe euch im neuen Jahr einen guten Rutsch gewünscht. Ja, gut gemacht. Ja, und jetzt sind wir wieder hier unterwegs mit dem Esszimmer. Ich bin bislang noch gar nicht so richtig dazu gekommen, wieder weitere Kommentare zu lesen. Ich muss mir die jetzt bei Gelegenheit alle mal in Ruhe durchlesen, um auch eure Rückmeldungen zu sehen. Aber einer, der fällt mir gerade schon wieder ein, dass ich versuchen soll, das Dingsbums hier, das Waffeleisen näher da dran zu stellen. Aber das geht leider nicht, weil das Problem ist, hier steht, es kann nur auf bestimmten Objekten platziert werden. Also trotz, dass ich Move Objects anhab, ihr seht es, ich kann hier einfach das reinstellen, kein Problem. Funktioniert das leider nicht. Also ich gebe absolut recht, dass das total Banane aussieht, wenn jedes dieser Küchengeräte eine komplette Theke für sich braucht. Aber leider geht das nicht anders. Ich würde es mir auch anders wünschen. Aber lasst uns jetzt mal gucken. Ich bin gerade auf der Suche. Oh, warte mal, was ist denn das für ein süßes Haselein hier? Oh, das wäre doch mal was so zu Ostern. Oh, voll süß. So, goldig. Kann ich das hier draufsetzen? Das müsste doch gehen. Warte mal. Aber es schwebt entweder. Oder? Warte mal. Ja, so schwebt es. Oder es steckt ein bisschen drin. Aber so finde ich es. Das wäre total gut. Ich glaube, ich stecke das Häschen einfach da rein. Obstteller. Wo sind hier die Obstteller? Ist das nicht hier sortiert nach. Da, warte mal, da war doch, glaube ich. War das die Obstschale? Ja, das war auch die Obstschale, die ich haben wollte. Schöne große Obstschale hier in die Mitte vom Tisch. Oder vielleicht eins zur Seite und noch ein Blümchen. Wäre vielleicht auch noch eine Option. Das wäre vielleicht auch noch eine Option. Sowas hier könnte ich mir hier auch total gut vorstellen noch. Wobei ich jetzt gucken müsste, wo. Da zum Beispiel. Ich packe das jetzt einfach mal dahin. Ob da hinten jetzt vielleicht noch ein Schrank hinkommt und wir die dann anders platzieren müssen, das weiß ich jetzt noch nicht. Richtig cool. Ich finde aber so eine kleine Palme passt hier irgendwie nicht so gut hin. Also vom Stil her. Was schade ist, eigentlich wäre es richtig cool, aber irgendwie nicht so richtig. Das hier wiederum wird hier eigentlich gut hinpassen. Und ich glaube auch, die stellen wir hier hin. Ich würde es nur gerne. Vielleicht so. Ich glaube, so ist ganz gut. Ich glaube, so ist ganz gut. Und jetzt ist nur noch die Frage, packen wir hier hinten vielleicht noch ein Regal hin? Ich hatte ja überlegt, ob man da vielleicht noch irgendwie was hinpackt. Lasst uns mal gucken. Oberflächen. Ja, entweder hier Regale, dieses Teil, das liebe ich immer noch, aber es passt hier halt nicht gut rein. Was haben wir hier bei diesen allgemeinen Dingern? Ich glaube, nichts, was ich jetzt hier erstmal hinpacken würde. Wir gucken mal weiter bei den Regalen. Nee, das ist für ein Kinderzimmer. Wie wird sowas denn aussehen, wenn man das hier ein bisschen kleiner macht? Das wird gar nicht so doof aussehen. Das hier passt hier, finde ich, auch nicht so richtig rein. Das ist so ein Hauswirtschafts-, also so ein Wirtschaftsraum-Dingsi. Das hier ist auch voll toll. Das gefällt mir gut. Ich finde, das passt hier richtig gut hin. Das ist nur die Frage.
Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es hier alles plan und eben und passt perfekt. Lass uns jetzt nochmal schauen. Ich glaube, in dem Weiß fände ich es nicht schlecht, aber so fände ich es auch nicht schlecht, weil das Gelb hier, ne? Mit dem Gelb, das spiegelt sich dann ganz schön eigentlich wieder. Jetzt gehen wir mal wieder in die Küche und gucken mal wieder noch nach verschiedener Deko. Obwohl, eigentlich ist es ja ein Esszimmer. Gucken wir mal im Esszimmer nach verschiedener Deko, was da eventuell vielleicht hinpassen könnte. Hier, das Ding da. Das hatten wir ja letztens jetzt schon in dem anderen, in unserer Mietimmobilie gesehen. Das ist eigentlich ganz cool. Guck mal, das sieht dann so ein bisschen aus wie ein, eine Trophäe oder sowas. Oh nee, das schwebt. Das geht nicht. Das passt nicht. Das sieht auch doof aus, wenn wir das versenken. Das ist generell nicht gut. Eine schmale Steinstraße. Ach. Guck mal da. Ja, da ist noch so ein Sonnenschirm. Jetzt finde ich sie. Jetzt, wo ich mich anders entschieden habe. Jetzt, wo ich eine andere Option gefunden habe. Das wäre typisch. Ja, sowas hier wäre zum Beispiel eine Idee. Vielleicht auch in so einem cremigen Ton. Fände ich ganz süß. Ansonsten, ich weiß gerade gar nicht. Haben wir hier vielleicht noch irgendwie, das hier vielleicht da oben drauf? Passt das? Oder ist das zu groß? Jawohl, wenn wir es kleiner machen. Noch kleiner. Das schwebt aber auch wieder über den Dingen. Und ich fürchte, das Problem ist, jetzt guckt es unten raus. Ja, schade. Das sieht nämlich richtig toll aus. Das müssen wir uns aber mal, warte mal. Wo ist es? Da ist es. Ich stelle es erstmal da rein. Könnte man da vielleicht sogar stehen lassen. Ja, dann ist die Frage, guckt man vielleicht erstmal, ob hier vielleicht noch irgendwelche anderen coolen Sachen gefunden werden, die man da draufstellen könnte. Ich glaube, da wäre ich eher für. Gut, schön. Damit haben wir eigentlich unser Esszimmer auch fertig. Jetzt fehlt hier hinten das noch und mir fehlen die Schlafzimmer und der Eingangsbereich hier vorne. Da fehlt euch. Oh, und das Badezimmer fehlt auch noch. Leute, es fehlt einfach noch viel zu viel. Und ich weiß noch nicht, wo ich den PC hinstelle, weil hier nirgendwo eine Wand ist. Vielleicht sollte ich das hier einfach die Wand eins weiterziehen. Das wird dann wahrscheinlich aber trotzdem nicht passen. Naja, dann passt das auch da oben mit nicht mehr. Das ist auch doof. Oh, Leute, das ist... Ach, Mann. Oh, jetzt habe ich den Baum verrutscht. Also, ich weiß noch nicht so ganz, wohin mit dem Ding. Wow. Also, ich weiß noch nicht so ganz, wohin mit dem... Wohin mit dem... Hier muss ja ein Schreibtisch irgendwie rein. Aber lasst uns jetzt erstmal noch gucken, was wir hier vielleicht für Regale reinstellen könnten. Pflanzen was? Pflanzeneindämmungszelle. Okay. Das hier ist auch irgendwie geil mit dem Regal da drin. Auch nicht verkehrt. Das hier wäre halt hier wirklich wie so eine Garderobe. Aber da gibt es keine Klamotten, die ich da dran hängen kann, oder? Das hier sind so die klassischen Garderoben. Die ich aber auch nicht schlecht finde. Man könnte auch die Garderobe hier ganz in die Wand stellen.
und rechts daneben ein Blümchen. Kennt mich, ihr wisst, ich hab's mit Blumen. Die hier zum Beispiel. Die finde ich auch cool. Die haben wir noch nie irgendwo hingestellt. Warum nicht? Das wäre doch mal was. Dann müssen wir jetzt nur gucken. Ich glaube, ich würde es so machen. Und davor so kleine, also hier zumindest vor die Garderobe, mal noch hier wie so einen kleinen Teppich. Hier so zwecks Schuhe hinstellen. Zum Füße abtreten. Da müssen wir nur mal gucken, was man da am klügsten nimmt. Weil die gucken alle leider jetzt so ein bisschen raus. Obwohl, doch geht. Zumindest bei dem hier. Wenn ich das so dahin lege, in welchen Farben wird es das denn noch geben? Dass das vielleicht ein bisschen freundlicher aussieht. Naja, aber in keiner Farbe, die mir jetzt hier wirklich gut gefällt. Bin ich jetzt kein Fan von. Das hier vielleicht in einer anderen Farbe, diesem cremigen Ton hier, das könnte was sein. Legen wir hier auch wieder so abschließend hin. Ja, ich würde sagen, das passt so. Gut, haben wir da auch schon mal wieder was gebastelt. Was ist denn das? Ich glaube, das Fenster sollte ursprünglich mal da oben sein. Oder da. Hä? Nee, das muss hier hin. Hä, was ist denn mit dem Fenster passiert? Okay, spannend. Spannend, spannend. Dann ist die Frage, was basteln wir denn jetzt hier sonst noch so rein? Ich bin jetzt hier gerade ein bisschen überfragt. Ein schöner großer Teppich. An sich ganz cool. Die Frage ist, macht das Sinn, wenn man hier gerade erst reinkommt und tendenziell eher die Füße noch dreckig hat, hier einen Teppich reinzulegen. Das meine ich wieder. Das hier ist zu klein, das ist zu groß. So ein Mittelding. Ich wünschte, man könnte Teppich hier einfach, ich wünschte, wir hätten einen Schieberegler und ich könnte dann einfach einstellen, so und so groß soll der Teppich jetzt sein. Nicht zu winzig, nicht zu riesig. Jetzt haben wir hier nämlich wieder das Problem. Dass das einfach... Ja, es wirkt einfach nicht. Und wenn ich vielleicht den da hinlege und den so ein bisschen schräg drüber... Das wäre vielleicht eine Option. Aber ich bin noch unentschlossen, was ich hier vorne reinpacken möchte. Büro ist einfach hier in diesem Gang oder hier vorne drin. Weiß ich nicht. Fühle ich nicht. Ist irgendwie doof. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich dazu tendieren, den Schreibtisch hier vorne vors Fenster zu stellen. Ich mag das ja ganz gerne, wenn man rausgucken kann, wenn man am Schreibtisch sitzt. Das finde ich eigentlich immer ganz cool. Also für mich zu Hause, jetzt hier, wo ich gerade das Video aufnehme am Schreibtisch, wäre es nix. Aus dem Grunde aber, dass... dann müssen wir nochmal gucken, was wir für einen nehmen. Das aber aus dem Grunde, dass ich einfach Platz hinterm Schreibtisch brauche. Damit ich so ein bisschen auch... Lampen und sowas hier drapieren kann und platzieren kann. Aber ansonsten, nee, der passt aber farblich nicht, aber auf der Arbeit oder so. Da fände ich das richtig cool. Beziehungsweise ich finde es auch, ich sitze ja mehr oder weniger am Fenster. Wir haben allerdings unten, weil es halt wirklich an der vielbefahrenen Straße ist, haben wir da wiederum, ich glaube, ich nehme mal den hier. Ich habe immer so viel Weiß sonst.
haben wir da so ein Klebedingens unten dran, dass da nicht jeder reingucken kann, der da dran vorbeifährt, weil da geht halt oder vorbeiläuft. Weil da ist halt direkt so ein. Ist halt direkt der Bürgersteig vor und ja, deswegen ist das halt so eigentlich ganz, ganz cool, dass das dann. Dass man da so einen Sichtschutz hat, aber generell finde ich es schön, wenn man rausgucken kann. Ja. Ich weiß jetzt irgendwie noch nicht. Ja, der hier vielleicht. Oh ja. Dem Rosa mit Gold. Das finde ich sogar ziemlich cool. Müssen wir nur noch gucken. Elektronik, PCs. Was kommt denn hier hin? An für sich ganz cool wäre ein Laptop, aber die sind halt auch mal relativ klein. Aber ich finde, ein Laptop wird eher hier reinpassen. Also so ein riesen PC. Hier so ein Gaming-Teil sowieso nicht. Ich finde, das passt hier überhaupt nicht rein. So vom... Guck mal hier. Also das passt halt einfach nicht. Das hier ist ja der Streamer-PC. Das hier auch. Das ist auch schon eigentlich ein ganz cooles Setup. So eher meins. Und das hier... Ist halt der andere Streamer-PC. Das hier könnte man auch noch nehmen. Den finde ich auch nicht schlecht. Spaß 8. Der hier bringt aber sogar Spaß 9. Aber der passt halt farblich total gut hier rein. Obwohl, ja, der ist eher so ein bisschen... Beige. Gold. Ist halt die Frage... Oder so. So fände ich auch nicht uncool. Gefällt mir eigentlich auch ganz gut so. Dann bräuchten wir hier nochmal diesen, dieses Stifte-Dingens, was hier auch hier unten ist. Das habe ich beim letzten Mal schon Ewigkeiten gesucht und nicht gefunden. Also ich habe es gefunden, aber es hat lang gebraucht. Ich glaube, das war hier so in dem Bereich irgendwo. Ich weiß halt auch immer nicht, wie es heißt. Kann ich das auch oben drauf stellen? Das müsste ich mal ausprobieren. Nein. Da war ich dann wohl doch schon wieder zu weit. Ich muss mal gerade mit den Augen jede einzelne Reihe so ein bisschen durchgucken. Also ich weiß nicht. Manche Sachen. Korbschüssel. Auch ganz cool. Stelle ich auch mal ab. Vielleicht kann man es einfach noch in einem anderen Raum gebrauchen. Da ist er. Bei manchen Sachen stelle ich mich so an. Da finde ich so oft. Finde ich die Sachen dann nicht mehr. So, das kommt dahin. Ich würde es halt nicht dahin stellen wollen. Ich würde es halt dann lieber hier oben hin haben wollen. Das geht auch. Also, wie gesagt, das packe ich jetzt einfach mal so dahin. Der Schreibtisch ist doch auch schon mal so ganz gemütlich. Ja. Ja, ja, damit können wir arbeiten. Und da hätte ich aber auch, glaube ich, nochmal irgendwie gerne hier so ein Pflanzendingens neben. Ich finde, in so ein Haus passt das halt auch wirklich gut. Wenn man viele Pflanzen hat. In manchen Häusern passt es nicht so gut. Die wirken clean. Wirkt das alles viel cooler. Guck mal hier, ey, das ist doch mega. Und dann vielleicht links noch eine Lampe hin. Eine Stehlampe. Ja, also es gibt welche, die wirken clean viel, viel cooler. Es gibt aber auch Häuser, da sieht es einfach schön aus, wenn man so ein bisschen mehr drin stehen hat. Die finde ich nicht schlecht. Die finde ich auch cool, aber das passt jetzt irgendwie vom Stil her auch wieder nicht so richtig rein. Das passt jetzt auch nicht wirklich. Also ich tendiere gerade... Die hat was von einem Briefkasten. Ich tendiere tatsächlich momentan zu der hier.
auch wenn die farblich nicht ganz das Braun hat mit dem Weißen oder dem Cremigen. Ich würde den cremigen Dings nehmen, weil dann passt das total gut zu dem Stuhl. Es ist halt ein bisschen anderes Braun im Vergleich zu dem Schreibtisch. Aber, also ich würde mich da wohlfühlen. Ich würde mich da wohlfühlen. Also da fließen doch die Gedanken eigentlich direkt ganz gut. Mir gefällt es auf jeden Fall. Ihr Lieben, das war es jetzt aber erstmal wieder von der heutigen Baufolge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und damit macht's gut. Bis dahin. Tschüss.